Heute kommen wir zu einer Dual-Docking-Ladestation für die Xbox-Controller. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auf meinem Technikkanal eingecheckt habt. Heute habe ich mir mal gedacht, wir haben ja schon mal einige Akkus gezeigt, die man einigen kann, wo man den Originaldeckel benutzen kann. Aber platztechnisch hat es bei mir so ergeben, ich weiß meine Controller nicht mehr unterzubekommen. Ich habe mittlerweile 1, 2, 3, 4, ja, 4 Stück hier am Laufen. Und dann habe ich die zum Testen angeboten bekommen. Ist wieder Werbung eingeschaltet. Die hat erstmal, sieht optisch sehr schön aus. Man kann die Controller oben drauflegen. Man kriegt eine optische Anzeige. Und es sind 2500 mAh Akkus dabei. Im Lieferumfang enthalten. Vorteil auch ist für die Xbox One S, X Series und auch für die Special Controller. Na, da gibt es ja noch diese Luxusausstattung, da kommen wir dann nochmal zu. Auch geeignet, das zeige ich euch nochmal. Und sie sind auch für die Elite Controller der ersten und zweiten Generation dort Hersteller geeignet. Den ersten habe ich hier, das werde ich euch zum Schluss noch mal zeigen. Bei zwei werde ich umrüsten und werde euch das mal demonstrieren, dass das auch funktioniert. Hersteller gibt an, wenn sie langsam geladen werden, bei ca. 5 Stunden. So viel ab kann ich schon mal vorab sagen. Bis sie voll waren, hat es beim ersten Mal zwischen 3 und 4 Stunden gedauert. Je nach Unterschied. Das war sehr unterschiedlich. Und zu diesem kleinen Video und Test würde ich euch gerne mitnehmen und ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Jetzt geht's ab zur Docking-Ladestation für die Xbox-Controller und ab zum Check. Viel Spaß beim Video. So, kriegt ihr das verpackt. Wir wollen nicht immer zu viel Unboxing machen. CE gekennzeichnet, FC gekennzeichnet, mehr gibt es da nicht. Fast Changing 5 Stunden, also wenn es langsam lädt, 5 Stunden. Okay. Zweimal 2500 mAh Akkus, Playing-Zeit 20 Stunden, soll ich das glauben? Also meine Erfahrung sagt mir so, zwischen 8 und 12, wenn man durchzockt. Produktname ist 4X1 Series XS und 2500 Milli, hier ist nochmal eine Nummer drauf. Und das Übliche wird wieder in Dings hergestellt. Linux Global UK. Im Lieferumfang sind, weil ich habe sie ja schon geladen wieder. Es ist eine Videoaufnahme flöten gegangen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ne? Hier hinten ist normalerweise auch eine Schraube drin. Die ist mir jetzt weg. Oder soll hier. The Battery ist zum Abschrauben. Ja, kann man zuschrauben, braucht man aber nicht. Die ist, glaube ich, mal irgendwie flöten gegangen. Wenn ich mir noch so richtig entsinne, war das verschraubt. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr drin erinnern. Sieht nicht so aus, kann man wohl. Aber hält auch so. Hier drin hinter findet ihr die Akkus. Die sind da dort versteckt. Das ist für den Transport immer ganz neckisch. Fallen eigentlich so raus. Wir machen das wieder zu. Brauchen wir nicht mehr, ob dann jetzt so eine Schraube dran war. Ich bin mir jetzt echt absolut nicht mehr sicher. Ich glaube ja. Und Ducky hat sie verbummelt. Hält aber auch so. So, im Lieferumfang, um euch das mal zu demonstrieren, muss ich erstmal die richtigen Akkus. Das kennt jeder von euch. Das sind die normalen. So. Dann haben wir zwei verschiedene jetzt hier dabei. Da müsst ihr ja so ein bisschen drauf achten. Das sind die normalen für One X. Das steht zwar X drauf, ist aber nicht X. Ist für S und Elite Controller. Dann haben wir für X und S. Ist ein bisschen verworren, ne? Würde ich auch sagen. Achten auf die Plus Minus. Dass das passt. So, da ist Plus. Die gehen wirklich schwer rein. Beim ersten Mal fand ich jetzt. Und neben den richtigen zum Zumachen.
Hier haben wir den Kontakt drauf. Und passt. Auf dem XS-Controller habe ich das bereits vorbereitet. Da muss man nämlich auch gucken. Na, wir haben ja noch den Original. Ich nehme das mal raus. Entnahme geht recht cool. Das ist mein Special-Deckel. Der ist auch ein bisschen anders. Wie wir sehen, haben wir hier eigentlich drei drauf. Wir legen wieder ein. Das muss nach oben zeigen. Ich mache das lieber mal so rum. Das geht einfacher. Können wir so. Und schnappen uns natürlich auch dementsprechend den und können das schließen. Wir können das Ganze jetzt hier drauf deponieren. Na? Und machen wir den anderen Controller. Dagi hat den Tisch heute voll. Ein bisschen Unordnung ist das halbe Leben. Sage ich jetzt einfach mal so. Beim ersten Mal, wenn wir das jetzt anschließen, ich muss mal gucken, die Schraube, die fliegt bestimmt irgendwo im lag im Karton oder weiß der Kuckuck wo. Ich hatte sie damals, glaube ich, festgedreht. Ich bin mir eigentlich sicher, aber es ist jetzt, ich ärgere mich immer schnell über solche Dinge, wenn ich nicht aufpasse. So, wenn wir ihn anschließen, haben wir hier nochmal eine Leuchte. Das X ist, wenn er lädt, der erste Controller. Wie gesagt, die sind schon stark vorgeladen. Der ist voll. Das Ende. Das sieht man hier auch. Da kriegt man den Kontakt drauf. Ah, jetzt fängt er nochmal an. Okay, umdrehen. Und lädt sich den Akku gleich. Einspringen. Ist aber natürlich auch ein Gaming-Check, brauche ich jetzt nicht mit euch machen. Es geht hier um den Links und nicht um die Controller. Läuft natürlich, wie man sieht, auch mit dem Controller. Ja, Xbox geht auch an und schaltet sich dann wieder ab. Wenn ich den jetzt wieder drauf packe, fängt er wieder an zu laden. So, mittlerweile waren sie zwar einmal, haben die Jungs da gestern, habe ich die Probe da 2 Stunden zocken lassen. Der eine wird nochmal nachgeladen, der andere ist nicht genutzt worden. Die Ladezeiten circa 4 Stunden. Na, was ich gerne nochmal mit euch ausprobieren wollte, ist, ich habe ja hier noch einen Elite-Controller, wie man sieht. Na, da ist auch ein Akku, den ich euch, glaube ich, mal gezeigt habe. Ob man das jetzt umsetzen kann und ob das Ganze dann auch passt, ist ja nun mal interessant. Und das machen wir jetzt wirklich im Live-Akt. Ja, ich hoffe, passt. 2500 minus. Jo. Sollte man. Passt rein. Passt der Deckel. Muss natürlich richtig sitzen. Und jetzt haben wir den Elite-Controller. Erste Generation. Gibt ja mittlerweile 2. Auch drin. Da packe ich mir jetzt wieder einen normalen rein. Den werde ich natürlich wegpacken, weil ist Elite. So. Jetzt müssen wir nochmal wieder die Akkus tauschen hier. Auf normal.
So, wir haben sie jetzt einige Zeit genutzt. Natürlich zocke ich hier keine 20 Stunden durch. Das ist unmöglich, aber sie sind hin und wieder im Gebrauch und werden dann auch wieder auf die Ladestation gelegt. Akkus sollten das eigentlich vertragen können. Normalerweise soll man sie leer machen. Man kann sie, ich habe hier auch die Möglichkeit, die aufzuhängen und sie auch so leer zu fahren. Aber so weit sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, da ich hier 2500 mAh Akkus habe, es hält wahnsinnig lange. Also bis du die nachladen musst, das dauert. Also der zum Beispiel, den habe ich jetzt wieder auf ganz normal mit dem 2500er ausgerüstet. Das ist meine Special Edition. Mein Sohn hat ja auch so einen bekommen, die 20 Jahre Edition. Es ist Wahnsinn. Es hält echt lange und man spart sich dieses Batterie-Nachstecken. Ich hasse das mittlerweile. Selbst wir haben auch Akkus im Haus, kann man natürlich auch nehmen. Allein der Umwelt zuliebe, muss man auch ein bisschen nachhaltig denken und dann lieber so Akkus benutzen, die man 2-3 Jahre im Laufe der Jahre halten. Ist so meine Erfahrung, die sind ja auch besser, noch besser geworden, dass sie 2-3 Jahre halten und dann hat man einen Haufen Kohle gespart. Derzeitiger Preis liegt 27 Euro. Die habe ich schon teurer gesehen. Ich habe euch nicht alle gezeigt. Also wir haben so viel getestet davon, dass ich mittlerweile schon, oder es waren zumindest einige. Ne? Auch 1200, das ist ein bisschen mager. Also mit 2550 sind wir gut im Rennen. Hier bestimmt auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sehen optisch, sieht die Ladestation sehr schön aus. Man kann sie hinstellen, kann die Controller raufstellen und die Controller fliegen obendrein nicht hin, irgendwo rum. Oder man muss auch nicht immer sich noch, wie ich das hier habe, noch einen Halter zu besorgen. Ist natürlich auch praktisch. Also für mich im Gesamtkonzept würde ich sagen, sehr schön gemacht. Man muss natürlich erstmal drauf kommen, wo die Akkus versteckt sind. Das muss man nämlich umdrehen und dann macht man den Deckel auf. Da musste ich auch erstmal drauf kommen. Ich dachte, sollen noch Akkus bei sein? Nee, sie sind unten versteckt. Okay, das kann man so mitnehmen. Es ist ein Typ C-Stecker dran, was ich immer sehr gut finde, dass da nicht dieser Micro-USB benutzt wird. Wir sind ziemlich modern. Optisch schön verpackt gewesen. Na, nicht zu viel Verpackungsmaterial, muss man alles so ein bisschen heutzutage mitrechnen. Es sind immer im Doppelpack die dementsprechenden Akkudeckel da, dass die unten dann auch Kontakt bekommen. Es gibt natürlich auch andere, die packt man die Akkus da rein mit Deckel gleich. Hier ist halt zu beachten, dass ihr eure Originaldeckel gut wegpackt. Da habe ich extra mein Fach für. Also ich kann sie empfehlen. Ich bin zufrieden, jetzt nach circa 2 Wochen. Ich kann da nichts dran Negatives dran finden. Und deswegen geht es auch ab in die Box und als Kaufempfehlung von mir. Findet ihr das in der Videobeschreibung. Wem das interessiert, möge doch bitte gerne diesen Link nutzen. Damit supportet ihr den Kanal. Und müsst auch nicht bei Amazon mehr bezahlen. Ihr könnt natürlich einkaufen, wo ihr lustig seid. Das ist jedem selbst überlassen. Da schon mal für Danke. Wir können es natürlich gut gebrauchen. Immer um die laufenden Kosten da auch so ein bisschen deckeln zu können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Nächste Video ist natürlich am Start und es geht hier fröhlich weiter und mit richtig Gas. Es werden Videos rausgehauen. Ich habe zu viel am Start. Ich muss mal langsam abbauen. Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Besuch auf meinem Kanal. Wem es interessiert, natürlich Abo und Daumen hoch nicht zu vergessen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht doppelt gesagt. Ich kann mich in diesem Sinne nur verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ich sage Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Tech-Check hier auf dem Kanal. Und passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund in dieser wahnsinnigen Zeit.